Müssen es für Kinder Markenklamotten sein? Ich finde ja absolut nicht. Es ist Sommer, wir haben die Schränke mit den Klamotten vom letzten Jahr durchgeguckt und allzu viel passt nicht mehr. Klar, der Kleine könnte noch ein paar Sachen vom Großen auftragen, aber allzu viel ist da tatsächlich auch nicht dabei. Also sind wir heute zu NKD und haben ein paar neue Sachen besorgt. Und wenn es in der Nähe gewesen wäre, wäre ich auch zu Taco oder Pepco oder sowas gegangen. Denn ich sehe es absolut nicht ein, für die Kinder so super teure Sachen zu kaufen. Die sollen ordentlich aussehen, die sollen ihnen auch gefallen, aber es muss kein T-Shirt 50 Euro kosten. Denn erstens sind die viel zu schnell aus den ganzen Sachen wieder rausgewachsen und zweitens müssen die jeden Tag spielen in Schule, Kindergarten und Garten aushalten. Ich habe heute ca. 150 Euro für richtig viele Sachen für beide ausgegeben. Und dazu hatte ich ja schon vor 2 Wochen über 100 Euro für neue Schuhe ausgegeben. Wenn man realistisch ist, wird es definitiv nicht über den Sommer reichen, da werde ich noch mehr brauchen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr lieber Markenklamotten kauft oder No-Names. Aber ich finde, für Kinder muss es eher pragmatischer sein.